So, jetzt sind wir wieder zurück. Ja. Nachdem wir den Bug wieder hinter fixen mussten mit dem Neuladen des Spiels. Wie immer eigentlich. Wieder. Das kennen wir ja schon seit 7 Aufnahmesession oder so. Wir sind jetzt wieder in der Elektro-Lok. Ich glaube, wir müssen mal durch das Tor davon durch. Was ist denn? Ja, erstmal ein Teil. Ich weiß nicht mehr, wie ich das Deutsch ist. Genau. Wir müssen auf jeden Fall durch das Tor durchfahren, was wichtig ist. Kann nicht nach hinten gucken, Obi. Ja, man darf nicht zur Seite schauen. Das ist mir auch schon öfters passiert. Ich schau mal kurz zur Seite und lässt der Charakter. Aber die Drehschiene ist gar nicht richtig gestellt. Ach. Machen das doch gleich. Ja, nicht, dass der Zug entgleist. Ich glaube, nichts passieren wird. Der Teil ist schon dämlich. Man kann ja nicht sterben hier, das heißt, man kann nicht wieder rückgängig machen. Ja, erstmal softlocken. So. Ich glaube, ich ist gerade. Das müsste der vierte Hebel sein. Vierte Hebel oder der erste? Okay. Rückwärtsgang! Yay. Jetzt ja, ticken ohne mich los, damit ich hinterherlaufen muss. Wirklich, wäre so gemein. Ja. Boah. Nee. Nur weil ich dich in der letzten Session geprankt habe mit dem Geschütz an der Decke, wo ich gesagt habe, ja, ist abgeschaltet, und dann habe ich aus Scherz gesagt, nee, das war nur Spaß, das ist noch aktiv und habe auf dich geschossen. Ah. Voll die gemeine Prank, ey. Naja, aber es gibt ja sowieso keinen Fanbrief. Feier. Könnte fast einer dieser Pranks aus Minecraft sein. Von ich weiß nicht mehr, wie die Leute hießen. Hermitkraft. Genau, Hermitkraft. Könnte fast einer dieser Hermitkraft-Pranks sein. Ja, das Drachenei klonen und dann in 3 verschiedenen Basen einfach mal platzieren. So, festhalten. Hoppla. War ich nicht. War schon vorher beschädigt. Ja, wir sind ja. Yep, das ist der Eden-Bunker. Ach, schade, ich wollte ihn überfahren, den Kerl. Schade, ich wollte ihn überfahren. Ja? Oh Mann. Oh ja, lass mich ganz allein mit Gegnern. Hallo, nicht den Lokführer angreifen, wo bin ich? Was zur Hölle? Der hat mich in die Wand von der Lokomotive geschubst. Ich bin runtergefallen und irgendwie wurde ich überfahren, obwohl die Lokomotive Stillstand hatte. Okay. Oh Mann, das sind aber sehr viele Gegner hier. Ich wurde in die Wand geglitscht und dann von der Lokomotive erfahren, die sich nicht mal bewegt hat. Ja, das ist sehr interessant. Ah, dann hast du es geschafft. Die Spinnenweben. Sind alle noch am Leben oder bin ich der Einzige? Du bist der Einzige. Meine Güte. Ja, sorry, ich wurde von der Bahn überfahren, welche sich nicht bewegt hat. Das muss man auch mal hinbekommen. Und ein Lucy-Mutant. Oh nein. Bin zu nah an den Liden-Bunkereingang gegangen, zu dir hast du schon mal die Säulen und dann kommt Lucy Mutant aus einem der Blechwände. Da ist sie. Schwesterchen, hallo. Andere Theorie, warum hier Minoko vielleicht hier runtergestellt wurde von ihrem Vater. Er braucht ihre DNA, weil Lucy instabil ist und deswegen mutiert. Ich soll sie stabiler machen.
Oder versucht, die Klone zu ihr, von ihr zu machen, die gesund sind, aber ich glaube wohl nicht. Da ist ein weiterer Lucy-Mutant. Oh nein, es läuft auf mich zu. Schwesterchen, ja. Wo läufst du denn hin? Ich will auch nur mit dir spielen. Was war das denn? Ja, wir sind vorhin das Säulen explodiert und dann direkt vor den Bunker gefallen. Also war mein Gedanke richtig, einfach weiterzufahren. Ja. So viel von, da kann man hochlaufen. Hier ist eine Tür, öffnen kann. Dahinter sind drei Gegner. Ich weiß nicht, welche Art. Das ist eine Sackgasse. Ach. Oh, ein Checkpoint. Eine Ladestation. Wo genau ganz ehrlich, ich habe nur. Geh vom Zug hier entlang. Also weitergelaufen, die Schienen. Ja, aber ich habe hier eine Tür entdeckt. Die sind auch bei dieser Energie. Sehr nice. Egel. Ja, der ist natürlich nicht gefolgt. Mal wieder. Ist noch irgendwo einer. Ach, da oben direkt. Wie sieht man so schwer im Dunkeln? Hm. Gut. Was haben wir denn hier so? Zwei Sachen zum Hacken. Feuertüre und Train Recall. Okay. Lass mal die Feuertüre öffnen. A tough one. Wahrscheinlich hätte ich da als erstes drauf drücken müssen. Kommt das rechtzeitig an, bevor die Zeit abläuft? Hoffentlich. Wir wollen jetzt einen anderen Eingang zum Eden-Bunker. Der eine hier vorne ist jetzt versperrt. Device incorporable. Okay. Nee, inoperable. Ah. Wieso habe ich das als C gelesen? Also es ist nicht betriebsfähig. Weil die Schriftart so komisch ist. Es sind so viele Spinnenweben hier unten. Müssen wir das wahrscheinlich austauschen. Naja, ja, ist aber eine Kamera. Carter. I managed to cross-reference the files and find more information on the Eden bunker. There is another entrance. It's hidden in a sewerage reprocessing plant nearby. I've uploaded the location to your scanners, but I'm afraid I have no information on how the entrance is disguised. Hm. Stimme hört sich ein bisschen statisch an. Wo schon wir zu weit unter die Erde sind. Ja. Extra information. Locate secret entrance to Eden Bunker. Gut, dass es einen zweiten gibt. Wie gesagt, wir haben Sprengstoff dabei, ne? Gehen wir schon Leuten voraus, um den Weg frei zu machen. So viele Spinnenweben hier im Tunnel. Oh nein! Das ist eine Automatikkanone. Ich hab gerade irgendjemanden überfahren. So, André. Vor uns ist eine Automatikkanone an der Decke. Im anderen Tunnel. Was? Versuchen mit Carter hier links anzugehen. Vielleicht. Kann ich Kanone ausweichen? Nein. Ach, ich glaube, wir müssen schnell dort, da unten durch. Ah, jetzt weiß ich, wofür das Call-Ding ist. Wenn wir in den Zug fahren, dann alle von der Kanone erwischt werden, dann. Ja, falls alle von der Kanone erwischt werden, kann man den Zug wieder zurück schicken. Gerade unter Dreh und Zeug.
Wow. Nee, er muss schon mit der schnell mit dem Zug durchfahren. Wir können den Zug ja vermutlich als Deckung nutzen vor der Kanone. Ach, du schon da. Warte mal, der ist noch. Okay. Kommt der her? Darf ich jetzt fahren? Ich okay, gib mal Gas. Ah, verdammt. Oh, es sind noch zwei Kanonen. Wow. Schick mal den Zug zurück. Klappte meine Heilung. Ja, es sind zwei. Lange Decke. Wo wollen wir es mit dem zurückschicken? Hier vorne. Wo ich bin. Mal zurück. Ja, müssen wir geduckt bleiben, um nicht von Kanonen erwischt zu werden. Disconnecting. Ja, der Zug wird zurückgeschickt. Wir sind zu weit. Ah, wird direkt vor dem Bunkerwagen geparkt. Ja, weil bei der Bunker, da ist die Bahnstation. Der Bahnsteig. Ja. Mann. Vorwärtsgang. Kann ich das Ding überhaupt betätigen, wenn ich geduckt bin? Ist eigentlich, sonst wäre es einem möglich. Das geht. Wir wollen uns mit Minoko halt durchkommen, um die Kanonen zu hacken. Alle drauf? Noch nicht, wenn wir noch? Okay. Dann fahren wir mal los. Zielort, der Tod. Ja, so wird es nur, die Kanonen sind dann auf der ungeschützten Seite des Zugs. Also auf der rechten Seite. Noch zwei von denen. Okay, alle sind noch am Leben. Emma hat es am schlimmsten erwischt, aber. Okay. Ich denke, Emma lassen wir erstmal hier vorne spinnen. Natürlich wieder die kleinen Viecher. Okay, bleib in der Augen. Amber, komm mit. Das erinnert mich gerade irgendwie an. Was. Ich weiß nicht mehr, welches Level das war. Auf jeden Fall haben wir André unten zurückgelassen, weil wir dachten, er wäre dort sicher. Aber als ich dann unten eine Tür geöffnet hat, war er nicht mehr sicher, weil da mutierte Ratten. Lass mal jetzt hier. Oh nein. Muss auf jeden Fall am Leben bleiben. Um die Station zu hacken. Die Kanone zu hacken. Ach gut, Checkpoint. Yay. So ist einfach gar nichts mit. Mann, so viele Spinnweben hier unten. Zum Tunnels. Das ist so große. Große jetzt, die gehen nicht mal kaputt. Checkpoint die gehen nicht mal. Nichts. Naja, Checkpoint ist sehr wichtig. Schon ein wenig dieser Kanonen, wo man durchrasen muss. Na. Ah, das war vielleicht ein Qual damals im Singleplayer. Kann ich mir vorstellen. Follow me. Okay. Wir sind ja immerhin jetzt wieder hier, wieder hergestellt. Drei Feinde. Hm? Ich bin schon am Ball an, keine Sorge. Oh nein. Wieder so ein Taser-Typ. Von hinten auch, noch, auch noch einer. Ja. Zum Glück verursacht er nur wenig Schaden pro Sekunde.
Kann man schnell ausschalten. Ist wieder so eine Sicherheitstür. Mhm. Schau, dass mal was hier in den Tunneln gibt. Hier ist so ein Durchbruch in der Wand. Er läuft im Kreis, der Tunnel. Mhm. Yay. Kreislaufprobleme. Oh je. Wir können nicht in ein tiefes Loch fallen. Oder mehrere tiefe Löcher. Wir haben erstmal wieder nicht mitgekommen. Oh, jetzt sind wir oberhalb der Kanonen. Oh, komm mal auf die Decke vor mir. Muss die Kamera ein bisschen nach unten ziehen, damit du sehen kannst. Du musst auf jeden Fall über das Gitter schauen können und die Decke. Dann wirst du es entdecken. Da hängt irgendwas. Hm. Eins der großen Spinnviecher. Amber! Follow me. Hilfe dieser großen, dicken Spinnviecher. Und eins von denen ist schon unten bei den kreisigen Gegnern. Daraus sind zwei Spinnviecher. Das sollen wir mit Hände per Hand mitnehmen. Halt mal Hände am Händchen. Ja, das ist ein zweiter großer Spinnviech. Gleich auf der anderen Seite der Decke. Oh, Glück gehabt. Den kann ich durch die Wellbäche durchschießen. Follow me. Und wo? Kacha. Ist. Ich gerade. Muss schnell durchlaufen, die Kanone werden auf dich zielen. Ah, jetzt was zum Sprengen. Weg vom Fenster. Ich nehme gerade Kater an die Hände, das Händchen. Ja. Geh mal ans Händchen. Halt mein Händchen. Ladestation. Ja, wir können jetzt freisprengen. Wow, das ist so ziemlich. Ich höre Kampfgeräusche. Ja, solange es sich die Gegner sich gegenseitig töten, kann es mir geil sein. Versuchen die jetzt da oben zu schießen in unsere Richtung. Kann ich rausgucken, um zu schauen, was da los ist? Es sind nur Spinnen rumlaufen. Hm. Keine Ahnung, was das für Geräusche sind. Es ist auf jeden Fall geistigen Typ. Wir können da vorne die. Ja, und sprengen. Dinger zerstören. Okay, es hat nur den Schacht freigesprengt. Ah, böller Typ. Okay. Was ist das? Okay, so kommen nur Goldas raus. Also haben wir gerade einen Spawner erschaffen, oder wie? Anscheinend. Yay. Na toll. Na gut, gehen wir runter. Ich hab schon wieder in Gigi. Hier haben wir irgendeinen Lift. Nee, du brauchst keine Assistance. Mal schauen, was hier unten ist. Ja, ist ein Knopf. Ja, hier unten ist auch der Lift. Hier unten führt's zur Halle mit den vielen Gegnern, aber auf jeden Fall nicht öffnen. Bloß nicht den Hebel aktivieren. Der da unten vor der doppelten Tür-Dingern ist.
Ja, dasselbe für Lift. Ah, okay, jetzt weiß ich, was ich machen muss. Was ich hier machen muss. Das sind zwei Lifts. Du musst in einem Lift zum nächsten rüber laufen. Oh, ich werde von Spinnen attackiert. Ist sehr freundlich. Oh, wir sind. Da ist noch ein Tunnel. Ist hier irgendwie unendlich oder was ist los? Vielleicht. Oh, ich mach den gerade wieder keinen Schaden. Ja, du machst doch gerade auf Dauerfeuer. Ja, oh nein. Oh, wo bist du gerade? Hilfe. Weißt du, unten das Laden in Gitterstation. Wo ist der Rappi? Ja, wo ist M? Ich bin gerade am Kämpfen gewesen, so an dieser Minispinne. Ich komme gerade zu dir. Ich bin weiter unten gewesen. Ich kann nicht mehr aufhören zu schießen. Ja. Okay, ist jetzt tot. Ja, dann machst du wieder Dauerfeuer an. Aber diesmal sehe ich auch zum ersten Mal das Dauerfeuer. Wenigstens kannst du nicht damit Energie verlieren, sondern nur gewinnen. Na gut, ich muss gerade wieder speichern.